Mitte Oktober, die Blätter sind gelb bzw. bunt. Und damit hat ein neues Kapitel im Fotokalender eines Naturfotografen begonnen, nämlich die Dammwildbrunft. Ich werde auch in diesem Jahr versuchen, einige spannende Momente einzufangen. Und wenn ihr Lust habt, mich zu begleiten, dann bleibt dran, aber seid in jedem Fall gespannt. Und weiter geht die Show. Jawohl, der Hirsch müsste eigentlich auch noch kommen. Lass es einfach mal laufen. Ja, es ist ein schöner Wechsel. Nicht weit. Ja, dichter kommt man nicht dran. Ein weißes Tier, ein Albino ist auch zu sehen. Da. Und bis jetzt ein Hirsch, jetzt von rechts kommend. Da. Er hat quasi seine Haare beisammen. Da kam der zweite. Jo, ja, ja, ja. Also. Zwei Hirsche zumindest auf der. Oder in der Arena. Ansonsten drehen sie sich. Ist der weiße Hirsch. Wahnsinn. Ist das Wahnsinn? Wo ist der weiße? Da. Das habe ich gesehen. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Die Hochbrunft, so meine ich, hat begonnen und für mich der Zeitpunkt, Schluss zu machen. Die Dammwildbrunft 2021 hat ein Ende. Und wenn euch das, was ihr gerade gesehen habt, gefallen hat, dann kommentiert doch einfach das Video oder aber lasst mir einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Vielleicht noch ganz kurz ein Fazit. Parallelen zur Rotwildbrunft gibt es durchaus. Das, was ich in diesem Jahr erlebt habe, war kein Vergleich zu dem, was ich in den Jahren zuvor erlebte. Es waren weniger Aktivitäten zu sehen. Alles geballt auf einen relativ kurzen Zeitraum. Ja, woran es immer liegen mag. Ein Positives hat die ganze Geschichte. Die Hirsche, die ich vor 2, vielleicht sogar vor 3 Jahren sehen konnte, habe ich auch in diesem Jahr gesehen. Man merkt schon, das ist ein Bundesforst und die Jagd hier in diesem Gebiet ist nicht so intensiv wie in anderen Gebieten. In diesem Sinne, tschüss aus Mecklenburg.